Was bedeutet für Sie ganz persönlich Erfolg, sowohl beruflich als auch privat? Erfolg ist also ganz einfach. Wir wollen, dass das Unternehmen weiter auch vernünftig funktioniert, vernünftig arbeitet, sichere Arbeitsplätze schafft. Das ist also schon mal ein Erfolg, ohne zu sagen, irgendwelche Umsatzziele, Umsatzrenditen festzulegen. Das müssen wir sicherlich auch haben. Aber einfach, dass wir sagen, okay, es läuft hier gut weiter und wir können weiter hier. So, das ist also eine Komponente. Die nächste Komponente ist, dass wir ein Familienbetrieb sind. Und ich bin also stolz darauf, dass meine Söhne jetzt im Unternehmen gestartet sind. Der eine kümmert sich jetzt gerade um das Baumaschinengeschäft. Der zweite kümmert sich um, also das erste war Philipp, der zweite kümmert sich um Landmaschinenvertrieb in Schleswig-Holstein, Ersatzteilvertrieb, Granitvertrieb in Schleswig-Holstein und um unser Landtechnikgeschäft mit John Deere in Polen. So, und toll, wenn beide das machen wollen, was auch immer passiert. Also das ist einer so. Und natürlich auch, dass wir uns gesellschaftlich einbringen wollen, dass wir also auch hier an die Region denken, dass wir die Region hier unterstützen. Wir haben also gerade auch ein Projekt, wo wir auch Flächen bepflanzen wollen, zum Beispiel. Womit uns, denn? Mit Bäumen. Also wir wollen einige Hektar mit Bäumen bepflanzen, einige tausend Bäume pflanzen, dass man eben auch sieht, dass wir uns gesellschaftlich einbringen. Mhm. Wir haben Social Day für unsere jungen Leute, die also einen Tag im Jahr in einer sozialen Einrichtung arbeiten müssen und so. Also auch das ist für uns eine ganz wichtige Größe, dass wir nicht nur hier arbeiten, sondern dass wir auch hier für die Region in der Gesellschaft eine gewisse Rolle spielen. Das mit dem Social Day finde ich sehr spannend. Ist das auf die Auszubildenden beschränkt oder gibt es eine Altersgrenze? Nein, das sind jetzt die Studenten und die Auszubildenden, aber das sind 200 Leute. Aber nein, früher gab es ja etwas wie die Bundeswehr, es gab einen Ersatzdienst, wo man sich der Gedanken gemacht hat, okay, ich habe etwas für mein Land getan, das ist für mein Land, für unsere Sicherheit oder in einer sozialen Einrichtung hat man eben auch diese Rolle einmal gespielt. So, das fehlt heute, das gibt es heute nicht mehr. Dass man für die Gesellschaft im Prinzip was tut. Dass man für die Gesellschaft es tut und so können wir eben auch ein klein bisschen dafür tun. Ja, aber so bieten wir eben auch Sprachunterricht hier im Unternehmen an, versuchen die Leute also auch weiterzuentwickeln. Ja. Also das sind so die drei Punkte. Also einmal, dass wir einfach hier vernünftig weiter unser Geschäft betreiben, dass wir weiter erfolgreich sind, dass wir uns entwickeln können. Zweitens, dass die Familie weiter im Unternehmen drin bleibt. Das hat jetzt seit einem Jahr sind die im Unternehmen drin. Und drittens, dass wir eben auch ein gesellschaftlicher Faktor in der Region sind, dass wir auch in der Region leben, dass wir also auch hier uns engagieren. Und gibt es was der Mensch Hans-Peter Fricke ganz persönlich hat, worüber er sich freut, wenn das mal geschafft hat oder wenn es gut gelaufen ist? Gibt es da auch was? Ein Hobby oder Sport? Nein, ich bin sportlich aktiv. Das sieht man mir einigermaßen auch an. Ein guter Kontrast zu mir. Ich versuche jeden Tag ein klein bisschen Sport zu machen. Jetzt in den letzten zwei Jahren konnte man ja auch nicht so gut reisen. Mhm. Also das habe heute Morgen also 50 Liegestützen gemacht und ansonsten fahre ich sehr gerne Ski. Interessiere mich auch für Automobile. Darüber haben wir uns ja eben schon ganz kurz vorab unterhalten. Ja. Mache ich auch gewisse Ausfahrten und das sind so Hobbys und ansonsten eben Familie.